Mit nur 10 Minuten Verspätung beginnen wir heute den zweiten Tag der FIFCON 2018. Brave New World, Macht, Muster und Gestaltungsfreiheiten soziotechnischer Systeme ist das Thema unseres tollen Programms. Ganz wie gestern steigen wir techniksoziologisch ein mit einem Vortrag von einem der deutschen Techniksoziologen par excellence, Werner Rammert. Und zwar geht es um die Konstellation neu verteilter Gestaltungsmacht, Lehren für die Informatik. Und Werner Rammert wird mit Fallbeispielen, mit einigen kleinen Fallstudien über die Akteure, die vielleicht die Gesellschaft mit Informatik neu gestalten oder vielleicht auch nicht, berichten. Werner Rammert selbst hat eine längere Lehrzeit bereits an dieser Institution der TU Berlin hinter sich. Er hatte das große Vergnügen, an zwei Westberliner Universitäten lehren und forschen und administrativ tätig sein zu dürfen. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe als Informatikerin, die in Informatik und Gesellschaft interessiert ist, ein Buch zumindest von dir im Regal stehen, wie es sich gehört. Und ich bin jetzt sehr gespannt, dich mal live erleben zu dürfen. Vielen Dank. Zusammensitzt. Das ist ja fast zu laut. Etwas leiser. Ich bin ja kein Werbesprecher. So macht man eine Verführungsveranstaltung, Marketing oder Steve Jobs. Ne? Hier, da, das neue Produkt. Ich habe meine Bücher nicht mitgebracht. Liest ja heute kaum noch jemand. Aber im Netz kriegt man manchmal auch so Scans oder sonst was. Okay, schön, dass Sie am frühen Morgen gekommen sind. Ich komme auch gerade vom Kongress. Der Soziologie-Kongress befasst sich auch viel mit Digitalisierung, wie fast alles. Und es gibt viel Gruppen, wo auch Soziologen, Juristen und Soziologen zusammensitzen, um das zu machen. Ich will heute jetzt den Versuch unternehmen, etwas über die Formen von, die nenne ich Konstellation neu verteilter Gestaltungsmacht. Das ist eine ziemlich komplizierte Sache. Sie haben auch im Titel soziotechnische Systeme. Das ist auch so ein Zwischengebilde, so ein Hybrid. Ich will versuchen, ein bisschen das zu erklären, damit man nicht sofort undifferenziert gleich schon etwas gleich nimmt. Und am Ende werde ich dann auch versuchen, darüber zu gucken, was man daraus für Lehren ziehen kann, vor allem, was Sie das dann in der Informatik machen können. Also, ich habe keine Bilder in meinem PowerPoint. Ich habe heute Nacht um 12 wenigstens die Fragen ganz groß und einige Stichworte. Lesen Sie nicht zu viel, können Sie zu Hause nochmal in Ruhe. Aber ich habe das erstmal drauf getippt und auch noch nicht korrigiert. Ich bin jetzt frisch dran und sehe es auch zum ersten Mal. Aber ist groß genug, bin ich erfreut, sodass Sie sogar die kleinen Sachen, das ist ja eigentlich verboten, eigentlich soll man auch mehr Bilder machen, dass Sie das sehen. Also, ne, bitte? Ja, da brauche ich Hilfe. Kein Problem. Ich habe schon letzte Woche auch eine neue Brille eingerichtet bekommen, aber ich sehe sie, glaube ich, vorne und hinten jetzt. Ja. So, worum geht es und wie gehe ich vor? Ich dachte, hier wären Einzelmännchen oder. Okay, ist ein bisschen unscharf, aber es ist groß dafür. Ist besser jetzt. Jetzt schaltet es nicht mehr so. Ja? Besser? Ja, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich zwei leitende Fragen habe, mit denen ich folge, und die gebe ich Ihnen vorweg mit, damit man immer weiß, wenn man Fallbeispiele was ist eigentlich immer die Fragestellung, mit der wir rangehen. Die erste ist, sehr naheliegend hier, wer oder was gestaltet eigentlich auf welche Weise die Produkte der Informatik? Das zweite trifft mehr auf die Verteilung. Wie verteilen sich die Machtkonstellationen, die wir im Thema haben, von der Entwicklung über die Einrichtung bis zur massenhaften Nutzung jeweils neu. Die Macht ist auch veränderlich. Diesen Prozess versuche ich auch ein bisschen einzufangen. Das ist so der Vorteil meines Alters, dass ich den Computer von Anfängen sagen habe, auch in Forschungsprojekten studieren können. Vor 30 Jahren mit Wolfgang Koi erst einmal zusammengetroffen, Computer im Alltag, und auch mit Padelun, einem Mitglied des Computer, Gründungsmitglied des Computer Chaos Clubs. Seit 30 Jahren zusammen sind wir
immer im Austausch geblieben über die vielen Projekte bis hin zur KI und Robotik, die ich jetzt am Schluss mache. Aber jetzt zurück zur Frage, also wie verteilen sich im Rahmen der Entwicklung? Da versuche ich anhand der Fallstudien einen Fokus auf diese Fragen der Verteilung von Gestaltungsmacht zu werfen. Die Beispielsfälle sind also historisch ein bisschen angeordnet, gehen von Mikro- zu Makro-Ebenen, ne, und die Interaktivitäten zwischen Menschen, Maschinen, Medien und Programmen sind sozusagen der Fokus. Eine Zusammenfassung könnte man sagen, es kommt vom Sklavenstatus zum Assistentenstatus der Technik, dann zu Einzelmännchen bei Multiagentensystemen bis hin zu hybriden, verteilten Agentengesellschaftsmodell. Damit schließe ich dann diese Sache mit dem letzten und frage dann, kann man daraus was lernen? Können Sie was erlernen für die heutige Sache? Alle diese Techniken, über die ich rede und die Probleme von Schnittstellen und von Verteilung in der Technik, von Verteilung von Gesellschaften und wie man das mit unterschiedlichen Medien die Schnittstellen gestaltet, alles das haben wir heute beim Internet der Dinge, was in Planung ist, bei Smart Cities, bei Verkehrssteuerung, bei Nipping, bei all diesen Sachen haben wir die da. Da kennen Sie sich viel besser aus. Ich lese das nur, ich forsche sagen nur noch über Robotik und Mensch-Interaktionssachen und manchmal so ein bisschen über solche Smart-Zusammenhänge, intelligente Objekte. So, dann die nächste Folie bitte. Danke. Wer oder was gestaltet? Die Frage müsste ich jetzt mal ein bisschen nochmal anreißen. Normalerweise, weiß nicht, wenn man da nachdenkt und in der Zeitung liest, Feuilleton, aber auch bei wissenschaftlichen Vorträgen, da hört man natürlich, das sind ja Akteure, die das machen. Und im Moment, der ganz große für mich war natürlich Alan Turing, dann Josef Weizenbaum, haben wir hier ja auch sogar ein Bild, brauche ich Ihnen nicht zu zeigen, ja, der über die Macht und Gestaltungsmacht gesprochen hat, oder von Neumann Architektur und so weiter. Es gibt ja eine Hall of Fame, wie für die Footballspieler in Amerika, haben wir auch eine Hall of Fame jetzt für die berühmten Informatiker und Pioniere. Ich glaube, jetzt sind schon über 40 oder wie viel da drin. Das Zweite ist, dass man sagt, okay, Akteure, da denken wir auch an die Big Five oder noch mehr, also an Apple, Google, Facebook, Amazon und andere Sachen, die solche Sachen schon anwenden, für die ganz viele Informatiker arbeiten und die an den verschiedenen Ecken und Enden dann diesen Systemen und an den Konstellationen rumbasteln. Und dann haben wir auch natürlich noch einzelne Leute, also da waren Bill Gates und Mark Zuckerberg, die zähle ich nicht mehr zu den Informatikern, die gehören eigentlich zu den Entrepreneuren, also das Unternehmen, den Kapitalisten, dann kommen noch die Risikokapitalisten, die noch weniger Ahnung haben, aber die sozusagen wissen, womit man Geld machen kann, also die Geschäftsmodelle haben. Und dann haben wir natürlich auch noch welche, diese EU-Kommissarin, ja, die jetzt sehr gut beim Datenschutzgesetz wirkt und auch die Macht begrenzen will, ne, und auch andere, auch Snowden und die Whistleblower, die haben relativ viel bewegt, WikiLeaks, Computer Chaos Clubs. Früher waren sie da nur subversiv, heute beraten sie, schon seit langem haben sie Banken beraten und jetzt auch für Cyberwars wird da jetzt auch mit geforscht und mit beraten. Sandro Geken ist da jetzt einer, Konstanze Kurz ist eher kritisch, politisch bewährungsmäßig orientiert vom Chaos Club. Ja, nur um nochmal die Welt aufzusagen, wie viele Akteure es gibt, da haben wir Einzelakteure, da haben wir kollektive Akteure, die das machen. Die Frage ist also, wer oder was? Bei wer könnte man jetzt sagen, wir Soziologen haben das auch schon mal für wer oder was steuert die technische Entwicklung und das kann man jetzt ja hier auch übertragen, wer gestaltet sie und hat Gestaltungsmacht. Das erste waren jetzt die Visionäre und Pioniere der Informatik. Das, diejenigen, die ganz früh schon aus ganz wenigen Sachen gesagt, was kann man später mitmachen. Die Namen kennen Sie alle, muss ich nicht alle wiederholen, mit dem Desktop, mit dem Personal Computer oder später auch, dass man dann den ganzen Sachen machen, dass er verschicken kann und so weiter. Das ist natürlich nicht zu unterschätzen, dass wir genau die Wissenschaftler und Forscher und Ausprobierer brauchen. Das wäre der eine Bereich. Der zweite Bereich wäre das, was ich mit Bill Gates angesprochen habe, das sind die disruptiven Innovationsunternehmer. Die hat es immer gegeben. Siemens war auch Forscher erstmal und dann Techniker und dann hat er ein Unternehmen gemacht. Heute wird das ähnlich wie Bill Gates. Solche Sachen wiederholen sich, sollte man sagen. Und es gab immer auch andere Formen, genossenschaftliche Formen, auch zur damaligen Zeit mit anderen Techniken. Das wäre also die zweite Gruppe, wo Macht ausgeübt wird, Gestaltungsmacht auf der Makroebene.
Und die dritte wäre dann politische Regulierer und Protestierer, habe ich mal das verkürzt. Also Regulation, was wir jetzt gerade in der EU haben, soll man nicht unterschätzen. Man hat lange Zeit den Staat immer kritisiert, jetzt auf einmal wollen wir den Staat, man hat die EU kritisiert, jetzt wollen wir auf einmal. Also man sieht, wie ambivalent solche Sachen sind und wie unterschiedlich je nach politischen Veränderungen auch solche Stufen und Einflussaggregationen in der Gesellschaft wichtig sind. Und das vierte, was lange Zeit vergessen wurde, auch von den Informatikern, damit fange ich auch gleich mal an, die User. Das war auch in der Techniksoziologie, die User spielten nie eine Rolle. Die kriegten die fertigen Produkte ja und mussten sich anpassen. In der Fabrik gab es dann die fertigen Maschinen, bei Marx mit der Maschinerie, bei Charlie Chaplin übertrieben dargestellt, im Fließband in dem Film. So ist es nicht. Man weiß eben und kann daraus auch lernen, wie viel durch Organisation, Restrukturierung, Mobilisierung und Arbeiterbewegung und Kampf am Arbeitsplatz man verändern kann bis heute. Da gab es den Unfallschutz, wir haben den Datenschutz zum Beispiel als eine Bewegung, wo Gegenregulation und Antigestaltungsmacht geübt wird. Wenn man das jetzt auf die Soziologie-Seite sieht, dann sagt man, okay, diese stehen jetzt, deswegen die erste Form von was, das ist ja komisch, normalerweise ist immer nur wer gestaltet, was gestaltet, ist komisch. Es gibt aber zwei Was-Gestalter. Das eine Was-Gestalter ist, dass diese Personen, die ich jetzt habe, die Akteure, immer auch gleichzeitig für einen Bereich stehen, für Wissenschaft und Technik, für wirtschaftlichen Bereich und für Staat und politische Bewegung und für Kulturen. Die Gesellschaft ist also differenziert in bestimmte Bereiche, die sich auch wechseln, aber sie haben eigene Logiken, man kann das auch institutionelle Logiken nennen. Wenn man im Wirtschaftsbereich ist, muss man irgendwie Gewinne machen. Man kann auch die Gewinne verteilen, auch genossenschaftlich, aber trotzdem muss man. Also TAZ war ein Alternativunternehmen oder ist es auch noch, aber sie muss trotzdem Gewinne machen und auch bestimmte Investitionen und bestimmte Sachen machen. Wenn sie politisch wirbt in der Öffentlichkeit, da ist sie dann ein journalistisches Unternehmen, aber es ist ein Unternehmen, was auch Gewinne machen muss. Also diese Form, Politik muss auf Macht gewinnen und soziale Bewegung auch auf Macht gewinnen. Man muss sich auf Bäume setzen und abtransportieren lassen und umgekehrt was machen. Also regulieren und protestieren, darunter habe ich zusammengefasst, um nicht zu sagen, das ist der Staat oder das politische System, da wird das leicht weggemacht. Dahinter stecken einfach verschiedene Formen, aber die sich orientieren alle an Machtgewinn und Gegenmacht. Und das vierte mit den Kulturen, da wird es viel schwieriger. Dieser Bereich ist der, der am unsichersten ist. Und jetzt haben wir Identitätspolitiken, wir haben Minderheitsbewegungen, wir haben unheimlich viel auch große Bewegungen von der Arbeiterbewegung, Ökologiebewegung, Frauenbewegung. Ja, also da gibt es aber auch rechte Bewegungen, das wird häufig vergessen. Wer sagt, es muss immer von der Basis kommen? Von der Basis gibt es alles, rechts wie links, das muss man immer ganz vorsichtig sein. Das gab es früher bei den Grünen übrigens auch, wo ich noch, noch jünger war und ein bisschen engagiert für 5 Jahre, bis ich sagte, Politik, das ist zu mühsam, da wird das dauern, muss man nicht mal hinfahren und überzeugen. In der Wissenschaft schreibt man und forscht man und nach 5 Jahren wechselt man das Feld und dann hat man seine Sache gemacht. Aber bei den Grünen hat das dann 5 Jahre damals gedauert, die wollten den Computer nicht akzeptieren. Da waren sie ja noch ganz kleine Kinder, die meisten. Aber ich war so zornig, dass man von vornherein den Computer so verdammt, obwohl ich kein Computerfreak bin. Ich sehe auch nicht so aus, glaube ich. Bin auch häufig hilflos noch, weil ich nicht mit groß geworden bin, mit dauerndem Umgang. Also, da haben wir unten nochmal zusammengefasst. Es sind also die Wellenakteure, die wichtig sind, um irgendwas in Gang zu setzen, eine Vision zu haben und zu mobilisieren. Es sind die kollektiven Organisationen, die das verstärken, wo man mobilisiert. Aber es sind auch das, was schon mal in Strukturen eingegangen ist. Parteien, die Grüne Partei ist dann eine Struktur mit Finanzierung, mit Ressourcen und Mobilisierungsfähigkeiten und programmatischen Festlegungen, die größere Macht hat als einzelne Personen. Obwohl das heute wieder umkippen kann, manchmal mit Influencer im Netz, verschiebt sich das sozusagen, wer wen mobilisieren kann. Im Netz kann man meistens nur kurz mobilisieren. Nur wenn sozusagen im Hintergrund auch eine geteilte Bewegung steht mit geteilten Sachen, kann man das eher machen. Aber da gibt es sozusagen Neuverteilung von Macht, um im Sozialen das auch zu sehen, nicht nur sozusagen im technischen Bereich. Das ist also das eine, was diese Logiken, wenn man in dem Bereich ist. Und die zweite ist diejenige, und das ist das Schwierige, glaube ich, bei dem Thema, aber da komme ich nochmal drauf zurück, die Macht, die ja irgendwas auf irgendwas Einfluss nehmen, da sage ich gleich nochmal genauer, was das bedeutet, die hat dann, legt sich in Strukturen nieder, Verfassungen, Gesetze, Parteiordnungen, Wirtschaftsformen und wie was gemacht wird. Und das
und auch in Produkte der Informatik, ne, wie was aufgeteilt wird, wer Zugang hat, das wird. Und diese Formen, dieser vergegenständlich, das Gestaltete selbst übt auch Gestaltungsmacht auf. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Was? Ne? Dieser Raum ist so blöd gestaltet, dass wir nicht im Kreis sitzen können und zusammensetzen können und ohne Mikrofon und mit Blickkontakt, ne, stärker das machen kann. Ja? Das zeigt eben, dass das Gestaltete auch Einfluss hat, wie ich jetzt hier vortragen muss, mit Mikrofon und so, als ich... Gut, will nicht weiter aus, sondern das ist, glaube ich, jetzt verstanden, ne? Dass dieses Zweite, was eben auch von den Produkten ausgeht, das ist eine ganz wichtige Botschaft von der Techniksoziologie, das ist schon seit 40 Jahren eigentlich immer wieder versucht klarzumachen, dass also auch das Gestaltete, nicht, dass es determiniert, es engt ein, es ermöglicht auch beides, ne? Das sieht man bei der Internet. Am Anfang dachte man, es ermöglicht alles, wir wollen es frei haben. Das ist wie Anarchismus und so. Und immer mehr und mehr merkt man, dass dieser Anarchismus auch sowas auch wie wilder Kapitalismus sein kann. Ne? Dass da hat man zu viel der Hippie-Bewegung in Kalifornien getraut, die eine Quelle, eine ganz wichtige Quelle, die ersten Akteure kommen daher und auch deren Vorstellungen, Visionen, quasi religiöse, nicht der Protestantismus wie Max Weber und Kapitalismus, sondern dort sind es dann eher indische und Meditationssachen, aber alle Religionen fangen eigentlich mit Hungern und in die Wüste gehen und dann neue Ideen haben und abweichen. Das ist auch nichts Schlimmes, das ist sehr gut, diese Art von Innovation, das Abweichen, aber normalerweise wird man verbrannt oder sonst etwas, wenn man sowas macht, aber einige haben Erfolg und machen Weltreligionen oder auch Weltkonzerne, um es mal ganz kurz vorzustellen, damit sie sich ein bisschen klar machen können, wie aus was Wenigem, ne, Abweichendem was ganz Großes Neues entstehen kann, Transformation, Revolution und wie man das nennen mag. Wir haben also jetzt am Schluss schon mal drei Begriffe, um es vorwegzunehmen, von verteilt. Das ist ja das Wort, was so wichtig ist. Verteiltes Handeln, Distributed Agency nenne ich das, meinen Ansatz, den ich längerer schon verfolge. Das erste ist, im Sozialen ist auch alles verteilt auf verschiedene Akteure, auf verschiedene Ebenen und kollektive Akteure, die Machtkämpfe haben, die aushandeln. Und auch in den Strukturen schlägt sich diese Verteilung wieder. Die institutionellen Strukturen sehen wir, dass noch in den USA die Verteiltheit der Macht, ne, the balance of power, noch funktioniert, sodass auch neue regelbrechende Politiker sozusagen, ne, noch in gewisser Weise eingerahmt sind. Und das zweite Verteilte, das ist eben, dass es Institutionen in der Gesellschaft, in den verschiedenen Bereichen Politik, Wissenschaft, Kultur, Ökonomie verteilt ist und auch dort zwischen Kompromisse, Interaktionen und zunehmend auch gemeinsame Plattformen, ne? Also alles wird jetzt gemeinsam, alles in Plattformen, wo alle immer dran beteiligt sind, ne? Personen gemischt, Bereiche, immer ein Politiker, ein Unternehmer, ein Wissenschaftler oder ein Think Tank, der dazwischen ist und so weiter. Dauernd ein Summit zu jedem Problem. Ne? Die Tagesspiegel-Sachen zeigen das jede Woche. Das ist meine Idee, dass das zunimmt, diese Art von Verteiltheit auch bei den institutionellen Akteuren. Die Wirtschaft kann nicht mehr alleine, die Politik nicht mehr alleine und auch die Wissenschaft nicht alleine. Unsere Exzellenzsachen haben wir jetzt auch nur gekriegt, weil ganz viel Kompromisse und Bündnisse gemacht worden sind. Nochmal Glückwunsch zur TU, dass sie dabei ist, dass sie jetzt sogar der Berliner Verband gegenüber dem Münchner enorm viel jetzt an. 7 von 9 sind durchgekommen. Ich war in dem Komitee von den 8 Leuten dabei, die an der TU ausgewählt haben und habe für einen, den sie rauswerfen wollte, über Science of Intelligence, wo es um Robotik auch geht und Prüfen von kognitiven, psychologischen, anderen Systemen im Labor, der ist durchgekommen. Ja, der ist also nicht rausgefallen, wie ich das heute Nacht noch gelesen habe. Gut, das war das Abschweifen. Jetzt, das waren die zwei Begriffe von verteilt. Verteilt im Sozialen, verteilt, sagen, in den institutionellen Sozialen. Und dann gibt es natürlich das verteilt, das in den technischen Systemen, Distributed Computing, Distributed Artificial Intelligence, dieser Ansatz, ne, auf den ich nochmal zu sprechen komme, dass im Gegenstand die Technik nicht mehr so etwas Geschlossenes ist, auch kein System. Man kann sagen System der Systeme oder cyberphysikalisch, sagt man jetzt, aber eigentlich müssen die untereinander auch miteinander sich verständigen. Die sind nicht so ganz klar immer kontrollierbar, aber Technik ist nur dann Technik, wenn man sie für eine bestimmte Sache kontrollieren kann. Wenn sie frei ist, wird sie schon sowas anderes wie Gesellschaft auch, die man auch nicht so kontrollieren kann mit so Zwängen. Also diese Verteiltheit, die Sie vielleicht eher kennen als Informatiker, ist die zweite technische. Da haben wir die soziologische und die
die technische Perspektive, aber ich versuche dann zu zeigen, dass es sinnvoll ist, noch diese dritte zu haben, der Verteiltheit. Dann geht es nämlich nicht um soziotechnische Systeme, das ist das Schlagwort, so steht es drin, also es geht darum eigentlich, diese Mischung, ich nenne es lieber Konstellationen von sozialen, institutionellen Formen, Akteuren und technischen Agenten und technischen Architekturen von Agenteninteraktionen oder etwas. Das heißt, diese Mischung, diese hybriden Konstellationen, ne, die sind sozusagen jetzt das Interessante, wenn es um Smart City geht, um all diese neuen Strukturen, sind natürlich die verteilten Akteure, die verteilten institutionellen Logiken und die verteilten Techniken an den verschiedenen Enden und Kanten zu beeinflussen. Sie können sich vorstellen, dass man das nicht als System steuern kann, wie das jeder Maschinenbauingenieur noch gelernt hat. Und auch noch als dann die Informatik, also die Regelungstechnik größer wurde, ne, hat man auch gedacht, okay, die kommen da dazu, das war immer schon in der Maschine drin, dass man sie ja steuert mit Hebeln und Zahnrädern oder anderen Formen der Regelung und dann konnte man auf einmal mit Lochkarten und so weiter bis zum elektronischen Steuern. Das ist sozusagen nicht mehr drin, weil die Komplexität der Verschachtelung der technischen Systeme führt eben zu dieser schon schwierigen, komplexen System und sie sind dann Konstellationen, wenn sie mit sozialen Systemen und Schnittstellen enger gekoppelt sind. Das ist so der Punkt, den ich jetzt hier vermitteln wollte. So, auf welche Weise gestalten, da will ich jetzt eigentlich nur nochmal klar machen, was gestalten heißt. Das wissen Sie vielleicht auch oder haben es häufig erfahren, wenn man länger in der Praxis ist. Gestalten kann man so definieren, dass man Dingen, Zeichen oder Körpern, die Informatiker machen es meistens mit Zeichen, manchmal auch mit Dingen, Computerarchitekturen oder auch Netzarchitekturen, die Hardware und die Serververteilung oder was weiß ich und die Kabel, machen auch Elektrotechniker bei uns an der TU. Ne? Und die Körper, dafür befassen sich Psychologen, Soziologen, das Design von Körpern. Ja, also auch Tattoos und Frisuren und alles das, Body Shaping, ja, und so weiter, um sie für bestimmte Zwecke nützlich zu machen. Also Design heißt also eine Form und eine Ordnung geben, eine äußere Form, ne, Design von Möbeln oder Steve Jobs war ganz gut zu sagen, eine äußere Form zusätzlich zu einer inneren, sehr, ne, und auch die Usability sozusagen so lange zu machen, um erst dann auf den Markt zu gehen, wenn er da überlegen ist. Und dann einen dreifachen Preis nehmen zu können, um so eine exklusive Community. Das ist eine Gestaltungsmacht, die dort da entsteht. Und die ist meistens erstmal technisch, dass man das gestaltet, dass man dann aber auch ökonomisch das sozusagen nutzen weiß und dass es ästhetisch ist, dass es schön ist. Also alles das ist im Design ja drin. Design ist zwischen Kunst, Industrie und Ökonomie, diese Verbindung auch beim Bauhaus, hat man diese Sachen. Und gleichzeitig, und das habe ich jetzt ausgelassen, ist das Technische, dieses Designen, das Gestalten und das Hassenau-Plattner-Institut macht ja Design Thinking generell für alles. Wir sollen alles designen. Gesellschaft wird jetzt auch designt. Ne? Museumsausstellungen werden designt, das nennt man dann kuratiert und dann aber auch ein Designkonzept, ein Rahmenkonzept gemacht und was weiß ich alles. Webseiten werden ja schon lange designt. Ich habe auch für meine erste damals bezahlt, damit ich dachte, ich bin noch nicht blöd, man muss doch sichtbar sein. So dass einer meiner frühesten Technikartikel 1999 immer noch sozusagen abgerufen wird, andere Sachen kaum, aber das war sozusagen ein kleiner Erfolg, sichtbar zu sein. Also, das Politische heißt, es geht explizit und implizit Machtinteressen rein in die technischen Sachen, in die Auswahl welcher Elemente, in die Weise, wie sie aufeinander bezogen werden und dann in die gesamte technische Konfiguration. Und explizit und implizit, manches macht man ausdrücklich und ist auch häufig sichtbar, aber die impliziten Sachen werden zunehmend, dass häufig die Gestalter selbst es nicht wissen, sondern hinterher erst merken, was sie implizit drin haben. Na, als man die ersten Kassensysteme und Rationalisierungssachen hatte, oder auch, da wusste man noch nicht, dass man damit gleichzeitig auch die Verkäuferin und die Eingebe von Kassieren, weil man die Daten ja kriegt, kontrollieren kann. Heute bei Amazon ist klar, jeder kriegt so ein Tablet, um das zu arbeiten und wenn er zur Toilette ist, alles, sozusagen jeder Schritt ist alles drauf festgehalten. Also diese Art von, dass gleichzeitig damit auch implizit bestimmte Interessen der Kontrolle so mit reingehen können. Und das Zweite ist, dass sie insgesamt auch diese Konfiguration Nebeneffekte haben, Exklusion bestimmter Gruppen, die Asymmetrie von Zugängen, die Einschränkung von Beeinflussungs- oder Wahlmöglichkeiten, die wir jetzt überall immer wieder erleben und durch Whistleblower rechtzeitig aufgedeckt bekommen, die sind
nicht unbedingt von Anfang an beabsichtigt. Je mehr man darüber weiß, nutzt man sie von verschiedener Seite. Das machen die Geheimdienste, das machen die Firmen und das machen auch die Hacker. Ich finde das, ne? Also das heißt, man muss eigentlich relativ viel hacken, um rauszukriegen, was die Effekte sind, um das mal so mal zugespitzt zu sagen. Weil man nicht von vornherein erkennen kann, auch wenn ein System von irgendeinem Konzern gemacht wird oder irgendeiner Software-Schmiede, ist das nicht immer klar. Also der soziologische Begriff von Macht war ja, dass man die Chance bekommt, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben des anderen durchzusetzen. Gleich viel, worauf die Chance beruht. Eltern gegenüber Kindern, Männer gegenüber Frauen, Chefs gegenüber Beschäftigten. Es gibt immer und umgekehrt auch Frauen gegenüber Männer, Kinder gegenüber Eltern. Merken Sie, dass das gar nicht mit der Macht so einfach ist? Die Eltern haben die Macht und die Professoren haben die Macht. Ich habe immer gesagt, meine Sekretärin hat in vielen Sachen viel mehr Macht als ich und habe immer darauf geachtet, dass ich ihr den Rücken decke und die Fehler selbst übernehme, die sie macht, da ich auf sie angewiesen bin. Und man arbeitet nämlich verteilt und da ist zwar, habe ich mehr Einstellungsmacht, aber die Durchführung im Alltag, das gilt ja auch für Arbeiter, wenn sie sich zusammentun und organisieren, ist einfach immer auch eine Gegenmacht, die es erschweren kann, bestimmte Sachen zu tun. Also Macht ist soziologisch immer was Zweiseitiges. Das klassische Herr Knecht, bei Hegel schon beschrieben. Aber der Knecht sozusagen hat sozusagen auch, der Herr ist darauf angewiesen, dass der Knecht dieses bequem findet und die Unterwerfung mitmacht. Wenn er sich auflehnt, sehen wir schon beim römischen Sklavenaufstand, dann ist die Sache bald vorbei. Bei den Frauen ist es jetzt komplizierter, da sind viele verschiedene Machtverhältnisse, da setze ich mich jetzt nicht in irgendein Nest hinein. Aber das ist wichtig von der Soziologie, diese Art von Asymmetrie, die in der Beziehung aufrechterhalten wird und dass beide Seiten daran beteiligt sind, sodass auch Aufklärung dafür sorgen kann, dass schwächere, benachteiligte, im Schatten stehende Gruppen sichtbarer werden. Im Moment schafft das Netz ja auch durch solche Bewegungen wie MeToo und ähnliche Sachen, solche Sichtbarkeiten zu machen, wobei dann auch neue Ungerechtigkeiten wieder entstehen können. Also diese Asymmetrie kann schnell wechseln, wir müssen differenziert sein, wenn wir Studien machen. Also da haben wir jetzt das für Individuen die Machtunterschiede und für Strukturen. Es gibt eben auch strukturelle Macht und die geht davon aus, wie die Institutionen schon vorstrukturiert sind, dass in bestimmten Verfassungen man weniger Schutz hat oder mehr Schutz hat unter solchen Sachen, wie aber auch bei technischen Strukturen. Gut, ich glaube, das ist jetzt einfach, das muss ich jetzt nicht alles aufzählen, was es da alles gibt, wer die Agenda setzen kann, wer Zugang hat, wer Verführungsmacht und Diskursmacht hat, also die Medien und das Netz sind natürlich heute neue Machtverstärker, aber sie selbst sind keine Macht. Also das ist das Schwierige, eigentlich geht Macht nicht von Technik aus. Und da komme ich jetzt zum nächsten Schritt. Nein, noch zum übernächsten. Erstmal, weiter bitte. Ruhig. Ist gut geheizt hier. So, was sind eigentlich, das ist der dritte Punkt von der Überschrift, ich gehe, wie sich das gehört, alle Punkte, wer, was, Konstellationen, Gestalten, Macht. Und das sind jetzt die Produkte der Informatik. Das ist ja ein uferloses Meer. Ich bin kein guter Gestalter. Normalerweise machen die Informatiker immer, wie das am häufigsten erwähnt wird, so schöne Sachen, Netze, semantische Netze. Und dann kommen die Techniken, die dann am meisten drinstehen. Wahrscheinlich würde heute smart in der Mitte stehen oder irgendwas oder intelligent. Oder ich habe gesagt, das sind jetzt keine. Ich habe die extra schräg gemacht, damit Sie nicht denken, das hat so eine richtig feste Ordnung und trotzdem unterläuft einem, das ist auch interessant, sobald man was macht, ist eine ordnet man. Das ist auch Design. Nicht absichtlich, aber unabsichtlich gebe ich bekannt, was ich für implizite Schemata habe. Ich habe ein bisschen historisch, ein bisschen unterschieden zwischen Hardware und Software und Schnittstellen zwischen den beiden, wo das Soziale reinkommt. Merken Sie, also da steckt doch eine Ordnung drin, aber sie ist nicht so. Sie ist in Bewegung. Das war ja mein Ziel, Ihnen das beizubringen, dass Konstellationen nicht feste Kapitalinteressen, Politikinteressen und kulturelle Orientierung durchgehend sind, sondern dass sich das immer aushandelt, mischt und dass wir dazu dann kommen, wie sowas gemacht wird. Und ich habe unten Beispiele genannt, wo es darauf hinausläuft. Jetzt in die Spitzen würde ich sagen,
Deep Learning bei den Schnittstellen, künstliche Intelligenz und Internet der Dinge, wo auch die Hardware von den Sachen gesteuert wird. Aber das funktioniert alles zum Glück nicht so gut oder vielleicht zum Unglück, ich weiß es nicht, wenn zu viel sozusagen alles rundherum gesteuert wird. Ich würde gerne die Heizung hier runtersteuern. Vorhin wollte man andere Sachen machen oder den Raum kleiner machen, sodass wir enger sind, die Stühle beweglicher machen. Ne, ein Knopfdruck und schon haben wir einen Kreis und ein anderer Knopfdruck. Und Erdogan kann so sprechen. Ne, also man kann ganz viel, oder ein Ordinarius kann so sprechen, wie ich es mache, ähnliche Dinge. Also das schafft Ordnung im Raum und Körper und das ist nicht zu unterschätzen. Das wissen Sie wahrscheinlich aus Alltagserfahrung, wer wo steht, wer in der Gruppe wo steht, wer beim Kochen oder beim Empfang irgendwo ist oder so, dass die Ordnung der Körper ganz viel aussagt. Man kriegt schnell mit, wer der Chef ist, ne, weil man sieht, wie die Körper sich da orientieren, wenn man in irgendein Büro zur Beobachtung reinkommt. Also das waren die Dinge. Ich kann mal erinnern, ich habe vor 12, 15 Jahren ein Vortrag gehalten an der FU Berlin, da war eine Vorlesungsreihe Zukunft von und ich habe den Vortrag Zukunft der künstlichen Intelligenz gehalten. Ich bin Soziologe, ich war nicht der Informatiker, ich weiß nicht warum der Informatiker den ich gehalten habe. Und damals habe ich vorhergesagt drei Sachen, sie wird interaktiv, verteilt und verkörpert sein. Und alles haben wir heute, also dieses Embodied Intelligence bei Robotern und autonomen Fahrsystemen und anderen Sachen haben wir da. Die Verteiltheit nimmt enorm zu, das ist ja meine Kernaussage jetzt. Und das Interaktive, dass es nicht so determiniert ist, sondern durch diese Wechselseitigkeit, man das auch macht beim Deep Learning, ist es sogar eine tiefe Wechselseitigkeit, die man gar nicht mitkriegt, so ungefähr wie Interaktion zwischen Menschen. Man weiß auch immer nicht, was der andere sich dabei denkt und wie er das wieder interpretiert. Und dadurch entstehen Freundschaften, Feindschaften oder Kollegschaften oder Gefolgschaften, was weiß ich. Man unterstellt anderen immer etwas, dass sie was tun. Ne? Also, und man wird Follower oder Gefolgschaft. Ne? Also es sind zwei Formen auch, die dann Macht erzeugen in der Politik wie auch in der Öffentlichkeit. Gut, das war nur so der Hintergrund. Ich habe jetzt so ein bisschen mich an Wolfgang Kreuß Vorlesung vom letzten Jahr orientiert, von den Enden der Informatik. Da habe ich mir rausgeschrieben, welche Techniken er da hat. Die habe ich mir dann rausgeschrieben von Sensorik. Speicher, er fing an mit, dass die Speicher in den 50er Jahren mehrere solche Säle einnahmen für Computer und die auch zu heiß wurden und immer ausfielen. Und heute ist diese Speicherkapazität, die am MIT damals war oder im Kriegsministerium oder so, ja, dass man die heute sagen schon im Laptop drin hat. Und dass wir natürlich viel mehr haben, die Server. Ne, dass wir denken, okay, da sind ja die Clouds. Ne? Aber die Clouds sind ja gar nicht da. Also ich denke auch immer, wenn ich an Cloud denke, habe ich auch erst geweigert, dann sind die Daten da oben, ne? So im Himmel beim lieben Gott. Aber ist ja nicht der Fall, sondern die sind wie er dann Bilder gesagt hat, in der Höhle, gekühlt, ne, im kalifornischen Berggebiet. Da stehen also auch große Säle, Riesensäle wieder wie früher, die dann die ganzen Serversachen und so bedienen. Hardware, konzentriert, geschützt. Ne, also man darf das nicht unterschätzen, bezogen bei Krieg oder auch bei Spionage oder bei Cyberwar, ne, sind das genau die Plätze, wo man... Es geht nicht nur um Atomraketen dann, sondern es geht jetzt eigentlich auch um solche Server-Sicherheit und auch die Firewalls sozusagen, die Zeichen-Firewalls, wie aber auch die richtigen Beton-Walls oder Felsen-Walls. So, das war jetzt nur, dass ich was über die Produkte, aber ich sage jetzt nicht über alles, ich mache nur zwei oder drei. Und die Älteren, weil die noch einfacher zu durchschauen sind, die Neuen, da erwarte ich von Ihnen, wenn Sie irgendwo arbeiten, forschen, dass Sie dann vielleicht da noch mehr zu sagen und wollen. Ich lasse das auch weg mit der Robotik und so mit dem Interaktion, weil das wegführen will. Ich konzentriere mich jetzt auf diese Art Verteilung. Gut, nächstes Beispiel. Beispiel 1. Da geht es um Entwickler und Nutzer, die Informatiker. Wie viel Zeit habe ich noch? 8 Minuten. Oh, wow. Okay. Also, dann mache ich es mal schneller, den Durchmarsch. Die Entdeckung der Macht, ich schreibe es in Anfang bei Weizenbaum. Weizenbaum war ein Forscher und Entwickler, der hat ja dieses Sprachprogramm, dieses Dialogsystem gemacht, von so einem Psychiater übernommen. Man fragt und antwortet und der Therapeut fühlt sich dann besser, dass er verstanden wird. Aber er hat es nicht erkannt. Und dann sieht er seine Sekretärin, wie die das ernsthaft benutzt.
Also eine Userin unbeabsichtigt macht aus diesem Dialogsystem für den Therapeuten, macht sie dann eine Technik, die sie übernimmt. Das heißt, hier ist die Verführungsmacht, hat er erkannt, von schriftlich-sprachlicher Ausgabe. Wenn da was geschrieben ist, denkt man, da ist eine Person dahinter. Ne? Wenn die antwortet und wenn die einen versteht, verstehen ist toll. Aber es ist, der Psychiater will einen auch gar nicht verstehen. Das ist diese Technik, die dahinter steht. Und das ist, hilft. Ich habe das auch mal in Göttingen gemacht. Der hat alles auf Tonband aufgenommen. Ich dachte, der wertet das aus. Nee, der hat mich nur quatschen lassen und, ne, und Körperrückkopplung gegeben. Und dann irgendwann war ich beruhigter und rausgekommen. Also diese Art, ne, das heißt, dass auch der Nutzer sozusagen dabei ist und die Macht ist eben eine andere, die man dann erkennt, weil sie bestimmten menschlichen, symbolischen Kommunikationsformen ähneln und nicht mehr in Form von Lochkarten rauskommt oder kaum lesbaren Zeichenskripten. Das zweite ist dann der Soziologe Steve Wulger, hat die Konfiguration der User durch Entwickler und Hersteller gesagt. Nachdem man das erkannt hat, hat man auch gesagt, okay, die Computerhersteller, der hat das untersucht bei englischen Computerfirmen, da wird von vornherein auch schon überlegt, wie man den User konfiguriert, was man von ihm erwartet, was er nicht wissen soll, was seine Bequemlichkeit ist. In dieser Richtung wird also auch Gestaltungsmacht sozusagen von diesen Herstellern da ausgeübt. Das ist Gestaltungs- und Verfügungsmacht. Und ich habe damals ganz früh sozialverträgliche Technikgestaltung, hieß das in Nordrhein-Westfalen, ein Projekt gemacht vom Umgang mit Computern im Alltag. Weil mich hat das genervt, diese Vorstellung, dass Informatiker alles so picklige junge Nerds sind und Frauen waren nie drin und Ältere wurden auch nicht untersucht. Also habe ich dann ein Projekt angesetzt mit 3 Mitarbeitern. Ich war selbst noch Mitarbeiter, ganz Glück, dass ich da reinkam. Und da haben wir gesagt, okay, es gibt 3, ich versuche das jetzt schnell zusammenzufassen, 3 Machtkonstellation, wo Gestaltungsmacht ausgeht. Einmal sind es die großen Arenen, die haben wir untersucht, diese Makrokonstellation der Akteure. Und da war eine Aushandlung auf der technoökonomischen Arena damals die Diskussion zwischen Preis und Gebrauchswert. Die haben wir heute auch immer noch. Ne? Also worauf es ankommt. Dann gab es eine soziokulturelle Arena, wo es um die Diskurse geht, um neue Ideen oder Idole, die geschaffen wurden. Und das Dritte, das wir heute auch wieder haben, Kriminalisierung oder Demokratisierung. Ist diese Nutzung kriminell oder fördert sie die Demokratie? Das waren so die Markt-, Diskurs- und Mobilisierungsmacht, konnte man sehen, bei den kollektiven Akteuren. Aber mich interessierten dann stärker die Mikrokonstellation, dass die User eben auch daraus was machen. Was kann man mit dem Computer machen? Ich weiß nicht, ob Sie das vorstellen können. Früher hat man Rezepte gesammelt, Taubenflugzeiten eingegeben, also mehr als Archiv das benutzt oder etwas Ähnliches. Ne? Und da haben wir gesehen, dass in Gruppen der Computer genutzt wurde als für eine alternative Selbsthilfe, für eine Vermessung im Taubensport. Heute machen wir Selbstvermessung, aber damals hat der Taubensportverein Ruhrgebiet sozusagen das benutzt, um die Zeiten zu verbessern, zu halten und auch zur Kommunalisierung einer Musikband, dass sie alleine üben konnten und dann zusammenführten die Strips, was heute ganz üblich ist in der Technomusik, schon lange, und auch für medizinkritische, feministische Perspektive, also eine soziale Bewegung dort aufzubauen, was heute ja überall möglich ist, Patientenkollektive und solche Sachen. Das haben Gruppen, die User, miterfunden. Das wussten nicht die Hersteller und Entwickler und die Gestalter. Ne? Nur damit zu sagen, dass auch Gestaltungsmacht ist derjenigen, die neue Nutzungsformen haben und das verbreiten. Oder andere Formen als die üblichen. Und dann nochmal die Individuen, dass das nicht alles Nerds sind. Da haben wir die verschiedenen Stile, wie man damit umgeht. Die Glasperlenspieler, die das so mehr als intellektuelle Herausforderung machten. Oder Lifestyle-Medium, das gibt es heute auch, die dann nur noch mit Kopfhörern und sonst was rumlaufen und alles, ne, machen können, wie in Südkorea, die Smart City. Da ist das jetzt so eingebaut, dass man da mit Nachbarn und sonst was sich begegnen kann über den Bildschirm. Und ähnliche Sachen, Bastler, Hacker und so weiter. Also da wollte ich nur hinweisen, die User machen mit und es gibt immer die Möglichkeit der Rekonfiguration. Und es gibt auch Grenzen, ne, wo man nicht das umformulieren kann. Meistens später. In den Anfängen gibt es viel Experimentiermöglichkeiten, deswegen möglichst an den Anfängen rummachen, ausprobieren, hacken, reingehen, intervenieren, gucken, was rauskommt, um zu lernen. So, das Zweite kann ich kürzer machen, obwohl das die längere Studie war. Die habe ich mit KI-Leuten zusammen gemacht. Und da ging es um die wissensbasierten Systeme. Wissen Sie vielleicht noch, was das ist? So Expertensysteme. Das war bei Instandhaltung, bei Herzchirurgen, wo es um die Reihenfolge von Herzoperationen in so Zentren geht. Es war Versicherungsagenten und ja,
Da haben wir beobachtet, was passiert eigentlich in dem Prozess von der KI-Diskurs. Da gibt es verschiedene Paradigmen, ne, und kulturelle Modelle oder Leitbilder im KI-Diskurs. Da haben die ganzen Soziologen oder die haben nicht, ich habe die einzigen Bücher in der Soziologie geschrieben dazu, die haben auch nur wenig Leser gehabt. Das waren immer Philosophen, die man dann gelesen hat, die Kritiker an der KI. Auch wo ich mal war, auf den Konten waren nur Philosophen, ein paar Linguisten, ne, und dann kritische Informatiker, die dann sowas dann herstellen. Wir haben dann untersucht, die sind gar nicht so einflussreich. Sie motivieren und man hat dann Power und man ist begeistert und will das dann umsetzen. Und dann kommt die zweite Gruppe, die gestalten mehr. Die ersten gestalten die Diskurse, auch heute in den Medien. Die sind dauernd drin und auf allen Summits in 5 Minuten sagen sie einem, was das neue Leitbild ist. Und dann kommen die Software- und Systementwickler, die sich Expertensysteme bauen. Und die müssen immer mit den Professionsleuten, den Instandhalter bei VW, den Herzchirurgen, Doktoren und so weiter, das Wissen rüberholen. Wissensakquise nannte man das und dann auch die Codierung dann, wie man das jetzt in Programme machen kann, wann jemand die Indizien hat, dass er eine Herzoperation hat und in welcher Reihenfolge. Auch da haben wir eine ganz tiefe Sache, wie Macht ausgeübt wird. Die Informatiker haben letzten Endes die anderen in einen Frame gezwungen. Sie können nur das, was sie formalisieren können und auf Algorithmen bringen können, benutzen. Und immer wenn Herzchirurgen was so ambivalent hatten, mussten sie sich irgendwann festlegen, weil die Informatiker darauf bestanden. Wir haben Interviewprotokolle von allen Sitzungen gehabt. Wir konnten das damals schon nachweisen. Ich habe auch einen Linguisten dabei gehabt, wie sozusagen Informatiker das machen, dass sie ihre Form, dass es so sein muss, durchsetzen konnten. Das hat Facebook nicht mit dem Like-Knopf, da hätte man gern Soziologen oder sonst jemanden gehabt und Sozialforscher oder Psychologen, dass man nicht mit I like Antworten geben kann. Da hätte man sofort gegen sein, gar nicht benutzen müssen. Ne? Man macht eine Wahl, ich liebe sehr gut, mittelgut, unentschieden, schlecht, sehr schlecht. Zu 5er-Skalen. Das wäre symmetrisch und nicht asymmetrisch. So eine Asymmetrie und so schnell führt zu emotionalen Steigerungseffekten. Weiß eigentlich jeder, man hätte viel früher eine Kampagne und was machen müssen und jetzt sind das alles sehr sanfte Korrekturen, nur um Beispiel zu nennen. Und dann die dritte Situation sind die Verwender. Die darf man jetzt nicht vergessen, das sind häufig Unternehmen, Versicherungskonzerne oder die großartigen Herzchirurgen an so Kliniken. Und da gab es eben so enttäuschende Ergebnisse, dass sie sagen, das sind ja gar keine Expertensysteme mehr. Die einen haben es, bei Daimler Chrysler war das so, die Verkäufer kriegten das, um Autos zu konfigurieren. Die haben 700 Teile, da mussten die Käufer konfigurieren, was sie haben wollen, Ford, Sitz und sonst was und vieles widersprach sie. Und dafür haben sie ein Expertensystem gebaut und es wurde dann hinterher nur noch zum Ausdrucken benutzt für die Rechnung und für die Anweisung. Und der OP-Manager scheiterte, weil man da also nicht die Regeln so klar formulieren kann, wer wann drankommt. Ob man Bundestagabgeordnete vorziehen kann, was die medizinische Indikatoren, wie die gewichtet werden sollen gegenüber Prominenz oder Konkurrenz von Nachbarkliniken und ähnliches. Das hat man mit dem Karteikasten besser gemacht. Da konnte man einfach umstecken, es war intransparent und hatte so implizite Fairnessregeln, die man untereinander aushandelte. Aber wenn das einmal programmiert ist, dass Bundestagabgeordnete 5 vorrücken, das geht nicht. Ne? Weil sozusagen die Nachbarkreis will auch eine Klinik machen und dann würde das Probleme geben. Also diese Mischung von Kriterien, die man nur durch Aushandeln rauskriegen kann, Kompromisse machen, was wir immer so schwer finden, auch als Wissenschaftler, weil sie immer klar haben wollen, aber viele Sachen lassen sich dann durch Kompromisse machen. Also es zeigt, von der Vision über die technische Fertigung bis zum praktischen Funktionieren verschieben sich die Gestaltungspotenziale. Zum Schluss der dritte Fall, 2 Minuten, nicht? Soll ich den weglassen? Okay. Oder ich lasse die Zusammenfassung. Gut, da geht es ganz kurz um die verteilte Sache. Sie kennen die Softwareagenten, die im Auftrag was machen. Und deswegen wird wirklich Macht abgegeben im Auftrag. Agent gibt es schon lange. Das sind nicht nur die Spionageagenten, die auch im Auftrag der Regierung handeln. Kennen Sie alle von James Bond. Es gibt dann die Agenten, die Prokuramacht haben, die im Auftrag des Konzerns handeln, die auch unterschreiben, Geld und Verträge machen können und eben das Stellvertreterhandeln. In der Soziologie ist das Principal-Agent-Problem, dass also die Ausführenden eine Ausführungsmacht haben, wie es gemacht wird. Und diese gibt man auch an technische Systeme ab. Bei Agenten kann man das, die können untereinander kooperieren und man baut auch durch Strukturen wie in der Gesellschaft, Institutionen wie Markt, hierarchische Sachen, Plattformen, Öffentlichkeitssachen. Da haben wir sozusagen soziologische Konzepte in der Sozionik
benutzt, um solche Systeme zu gestalten. Und die sind gesellschaftsähnlich, aber sie sind nicht Gesellschaft. Es ist immer delegierte Macht und Strukturen. Aber sobald sie gebaut sind und laufen und lernen, ne, verändern sie sich, haben gesellschaftsähnliche Formen, aber sie werden sozusagen gerahmt durch diese Architektur. Aber je stärker sie jetzt auch selbst ihre Regeln ändern können, das ist heute möglich, zunehmend, und man das zulässt und nicht begrenzt, und je mehr sie also Deep Learning und andere Sachen machen können, desto mehr können sie auch Teile von Zielsetzungsmacht und Interventions- und Kontrollmacht kann sich da verschieben. Und es wird viel komplizierter, solche Systeme zu beeinflussen. So, Schluss. Was können wir für die zukünftige Gestaltung lernen? Ich trinke dort noch etwas. Das Dicke, die Nutzer gestalten immer mit, das habe ich jetzt viele Beispiele gemacht und es wird immer schwieriger. Man befragt sie natürlich in Beta-Versionen und sonst was im Netz und auch in den Open, bei den Plattformen oder so, nutzt man auch viele junge Informatikerinnen aus, die dann sozusagen ihr Wissen reingeben und der Hoffnung, dass sie dann höhere Kompetenz haben und dadurch aufsteigen. Das macht man mit Architekten schon lange, 80% kommen nie rein. Das heißt, es ist ein ganz harter Wettbewerb und die Illusion der Kreativen, die wird dauernd medial verbreitet, den Rest sieht keiner, da gibt es relativ wenig zu, weil jeder, wenn er jung ist, natürlich Hoffnung hat. Ich auch und manchmal erfüllen sie sich ja auch. Aber es gibt Commerz-Bias, Männer-Bias, Mittelschicht-Bias, Jugend-Bias, Urban-Bias. Überall, wo ich sowas beurteile, evaluiere, kann ich so feststellen, wie die Systeme Ungleichheit schaffen oder verstärken. Das Zweite ist, viele Akteure, also auch dort ist verteilte Machtgestalten mit. Man muss also immer reflektieren, die Rahmung, die verschiedenen Paradigmen, die Profession, denen man das Wissen wegnimmt eigentlich, ne, um sie zu ersetzen. Und auch die Organisationskontexte, ob die das zentralisieren, ob das für offene Sachen benutzt wird, ob es transparent gemacht wird und ähnliche Sachen. Und das Dritte ist, die Technik gestaltet auch mit. Das ist sozusagen der Punkt, den ich nochmal betonen wollte. Dass diese delegierte Macht und die delegierte in Architekturen und Schnittstellen reingeschriebene oder programmierte Macht und geformte Macht, dass die auch sagen, dazu führt zu bestimmten Gestalten, die sich wiederholen und sich verfestigen, wie auch Institutionen in Gesellschaften oder Normen und Wertvorstellungen durch Wiederholung sich festigen. Wenn man sie nicht wiederholt, dann verschwinden sie. Jede Institution, jede Sache, das merken die Älteren immer wieder, dass die Jüngeren es schaffen und dass es normal in Gesellschaften Wandel zu haben, dass man nicht mehr in Schlips und Anzug rumläuft. Dann die Nächsten hatten Anzug und Rollkragenpullover und die Nächsten und so weiter. Wir hatten dann lange Haare, dann gibt es wieder ganz kurze Haare und dann wieder. Also so merkt man, dass jede Generation neue Sachen hat und immer mehr Freiheit hat, bezogen auf ihr Verhalten und Leben. Und das gilt natürlich auch hier, dass die Technik das sozusagen begrenzt, darauf zu achten, wie weit solche Techniken das öffnet, solche Möglichkeiten, aber auch sinnvoll schließt, um nicht Ungleichheiten entstehen zu lassen. Also technisches Gestalten geschieht in hybriden Konstellationen, auf Menschen, Medien, Maschinen und Programmen verteilten Handeln. So könnte man das zusammenfassen in einem einzigen Satz, der aber nicht verstanden werden kann, wenn man nicht die Konzepte dahinter sieht und die Beispiele. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Das war schon, ja, sag ich mal, nicht so ganz einfache Kost auf den Morgen. Mich würde interessieren, ob es im Publikum Fragen gibt. Also ich habe auf jeden Fall für mich so ein bisschen diese Frage, also du hast natürlich gesagt, was heißt das jetzt für uns als Informatiker? Du hast hier geschlossen mit irgendwie drei Ideen darüber, was wir aus der Techniksoziologie lernen können. Aber mich würde interessieren, auch wie ihr das im Publikum seht, dieses Wissen darum, um hybride Machtkonstellationen, um hybride Akteurs- und Agentenkonstellationen und ändert das irgendwas, insbesondere bei den InformatikerInnen unter euch, an der Art, wie ihr programmiert oder Softwareentwicklung betreibt? Also macht dieses Wissen... Achso, Entschuldigung, noch die letzte Folie drauf. Da steht drin, was man so machen kann, wo ein bisschen mehr Handeln drauf ist. Entschuldigung, Nur, also genau, das hat vielleicht so ein bisschen...
Genau, ja, also ich will es mal so ins Publikum geben. Ich finde es halt total schwer, man weiß es irgendwie, aber was macht es dann eigentlich? Wollen Sie zugleich? Ich dachte, es war eine Meldung. Meldet sich irgendwer? Und ansonsten gebe ich die Frage gleich mal an dich weiter. Wenn sich keiner meldet. Ah, das ist so eine Hörsaalstruktur, ist schlecht für Diskussionen. Da meldet sich. Ja, das ist wirklich wahr. Hey, ich bin kein Informatiker, ich bin Ökonom. Aber ich denke mir, was man jetzt machen könnte, ist vielleicht ein Unternehmen gründen, was zum Beispiel so Smartphones wie von Apple herstellt, aber halt auch so Aspekte wie Sicherheit mit reinnimmt und halt den Leuten probiert das zu zeigen. Also ständig Anti sein ist ja auch langweilig und ich bin auch gern Anti, also dass man sozusagen probiert, das System von innen heraus zu zerstören irgendwo. Vielleicht, wenn man dann ein erfolgreiches Unternehmen gründet, bessere Smartphones herstellt, dass man dann irgendwie Aufmerksamkeit von den Leuten bekommt. Okay, das ist eine gute Idee, die jetzt nicht bei meinen Punkten dabei ist. Also wenn Leute Bock haben, ich suche Leute, also ich weiß, ohne jetzt eingebildet sein zu wollen, ich glaube, ich habe so eine Persönlichkeit wie Jobs, aber ich brauche einen Haufen Wozniaks, die mitmachen wollen. Klar, das heißt, in der Frühzeit, ne, da wo was sich entwickelt und tut, ne, wo damals der Autobau ist, wo alle irgendwo hinfuhren, jetzt nach Israel fahren, ne, wo Zentren sind, Kalifornien und Berlin ist ein bisschen auch was, ne, dass dort man sofort alternative Projekte macht, dass es früh genug ist. Bei Google Suchmaschine gab es an der TU jemanden, ich habe jetzt den Namen vergessen, der hatte auch eine eigene, die sehr weit war und die fallen dann alle zurück, wenn man nicht rechtzeitig eine andere Form hat. Wir haben mit Firefox ja auch so oder mit der Taz hatten wir auch ein Alternativprojekt. Also solche Dinge muss man dann sozusagen rechtzeitig ausprobieren, wenn man andere Rahmen setzt. Wer zuerst bestimmte Sachen in einem Feld was macht und sich durchsetzen kann, der kann dann natürlich auch andere Formen finden. Wir haben an der TU auch eine Gruppe, die forscht über alternative Formen der Vernetzung, die man noch hinter dem Netz oder neben dem Netz machen kann. Es ist ziemlich kompliziert, aber es gibt manchmal so Schwellen, wo man auf andere Sachen kommen kann. So wie jetzt Straßensysteme werden wir irgendwann umbauen müssen, wenn wir Elektro-Cars und Elektro-Vehicles haben und Kopplung und Entkopplung, Zusammenkopplung verschiedener elektronischer Kapseln, die auf Bahnen oder sonst wie verladen werden oder etwas Ähnliches. Das muss man jetzt schon sozusagen alternative Bahnen oder so etwas vorbereiten und in diesem Bereich das machen. Ja, vielleicht auch, nicht da? Ja, vielleicht als Kommentar. Ich bin hängen geblieben an einer Nebenbemerkung, dass die frühen KI-Systeme letztlich nicht so zum Einsatz kamen, weil sie die weichen Faktoren, die nicht gut formalisierbar waren, nicht enthielten, weil ich denke an die OP-Planung, die implizit zwischenmenschlich ausgehandelten Fairness oder sonstigen Regeln nicht eingehalten waren. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo Macht tatsächlich stattfindet. Auch in vielen technischen Systemen findet sich in diesen intransparenten Strukturen ausgeübte Macht. Denken wir an die Sicherheitshintertüren, die in USA erforderlich waren, sind bei jedem Betriebssystem. Das ist ausgeübte Macht. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir als Informatiker machen können, ist, alles zu tun für Transparenz, damit Intransparenz zumindest erkannt wird. Ja, das kann man nur verstärken. Also das ist der Organisationskontext. Die Versicherungswirtschaft hat es genutzt, zu zentralisieren und zu entlassen, wie üblich. Die OP-Manager ist zwar nicht gescheitert, aber die Ärzte haben es benutzt als persönliches Assistenz- und Beratungssystem und auch als Tutoring-System für jüngere Ärzte. Das heißt, da ist es in der Professionshand und nicht im Krankenhaushand gewesen und damit konnten sie anders damit umgehen. Also so hängt dann die Nutzung und die Macht, es durchzusetzen gegenüber neueren und jüngeren Kräften, da stark von Organisationskonstellationen ab. Also es gibt zwei Wortmeldungen noch hier vorne und dann du. Nee, ich wusste wegen der Zeit. Wegen der Zeit zieht einer zurück, dann du noch. Hallo, ich komme aus der Technikphilosophie und jetzt sind hier so ein paar sehr abstrakte Handlungsempfehlungen, wie das man eben aufklären soll und das besser erkennen soll.
Und ich frage mich, ob Sie da noch konkretere Ideen dazu haben, weil ich habe jetzt zum Beispiel 2 Jahre lang Technikphilosophie unterrichtet an der TU hier auch. Und die 2 größte Gruppe, von der es angenommen wurde, waren tatsächlich auch die Informatiker. Und die haben auch ganz klar ausgesprochen, dass es mehr in die Lehre rein muss. Und ich versuche das gerade jetzt ein bisschen einzuleiten. Aber man hat auch stark gemerkt, dass die Lehrkulturen so unterschiedlich sind, dass es echt schwierig ist, in einem kurzen Seminar eine Basis dafür zu schaffen. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob die Soziologie da schon ein bisschen mehr Erkenntnisse hat und sie vielleicht konkretere Handlungsmaßnahmen auch schon irgendwie mal besprochen haben. Oder okay, ich habe relativ viele, aber ich habe sie jetzt abstrakt zusammengekommen. Wir können es aber gleich zusammensetzen zum Mittag oder zum Tisch. Ich bleibe noch über Mittag, kann so lange nach und dann kann man darüber reden. Also ich habe möglichst kleine Gruppen gemacht, immer mit Informatikern zusammen. Also wenn es um die Robotik ging, bin ich mit den Leuten hingegangen und haben uns angeguckt und wechselseitig, dass auch beide Seiten was lernen können und offen gemacht hat. Auch im Design, Universität der Künste auch, da werden neue Handys entwickelt, wo die Studenten sagen, das ist alles Quatsch, was die machen. Da waren sie dabei vor 5 Jahren, als wir hinkamen, ein Handy, die laufen ja alle in der Stadt so rum, um zu wissen. Und da waren die jungen Doktorandinnen dabei, da so Kugeln einzubauen. Das heißt, man muss nicht mehr gucken, sondern es zieht einen in die Richtung, ne? Dass man das koppelt, die Richtungsanzeige auf dem Handy und dann kann man so gehen und das zieht einen, je nachdem wie die Kugeln da rollen. Das wurde so mit so einem kleinen Ding erstmal sehr provisorisch und die fanden das so lächerlich. Das soll KI-Forschung sein, haben die gesagt. Ne? Aber dass man lernt, was wirklich da gemacht wird, also die Praktiken angucken. Also ich mache auch ethnografische Forschung. Wir gehen rein ins Feld und nehmen auf, machen auch Videoaufnahmen, ne? Um das festzuhalten und dann diskutieren wir wechselseitig. Oder mit dem Roboter experimentieren wir auch herum. Weil erstmal haben beide Seiten immer falsche Vorstellungen. Die Informatiker von der Gesellschaft, die geht so als Sample rein. Man holt sich meistens immer aus dem Netz und Sample. Und die Psychologen machen das auch immer so sagen. Das sind meistens Psychologiestudenten, die in den Experimenten sind. Das sagt doch nichts über die normale. Da sind Soziologen immer, dass wir Sample haben. Junge, alte, Männer, Frauen, beruflich gebildet weniger. Deswegen können wir bessere Aussagen über Gruppen haben. Es wird immer schwieriger heute, aber immerhin haben wir immer noch so 7 Milieusachen, wo unterschiedlich mit umgegangen wird. Wenn man das nicht berücksichtigt, hat man immer so Pauschaldiskussionen. Und dass man das dann nochmal ausprobiert in den Kontexten. Wir können keine Aussagen für die gesamte Sache immer machen, sondern immer nur für Kontexte. Ich habe immer nur ein Projekt gemacht, also deswegen in meinem Leben 5 nacheinander. Andere haben 5 gleichzeitig und dann 20 am Schluss. Aber dann weiß ich nicht, dann kann man es nicht weitergeben. Aber ich kann jetzt, glaube ich, jetzt nicht so viel erzählen. Die Zeit haben wir jetzt nicht, sondern das können wir dann gleich machen. Genau. An dieser Stelle würde ich auch den Q&A-Teil beschließen. Und ich denke, du bist noch eine Weile hier. Ich höre den nächsten Vortrag noch an und dann gehe ich da zum Imbiss. Okay, also dann nutzt die Gelegenheit, Werner Rammert noch Fragen zu stellen. Herzlichen Dank auf jeden Fall für diesen wirklich breiten techniksoziologischen Vortrag. Nochmal einen Applaus bitte.